Hallo, ich bin Claudia und bin im zweiten Lehrjahr als Konstrukteurin im Ausbildungszentrum Winterthur. Ich zeige euch heute, was ich während meiner Lehre so mache. Kommt mal mit. Im AZW mache ich meine Grundausbildung als Konstrukteurin und werde so optimal auf die Teilprüfung und den neuen Betrieb vorbereitet. Das heisst, nach 2 Jahren wechselt man zu einer Partnerfirma und geht dann direkt im Betrieb arbeiten. Damit wir Konstrukteure wissen, wie ein Teil gefertigt und optimal konstruiert wird, machen wir hier im Ausbildungszentrum ein 9-monatiges Praktikum in der Werkstatt. Der Berufseinstieg im AZW fällt einem etwas einfacher. Der Grund ist, dass man nicht allein ist, sondern man hat mehrere Mitstifter, die mit einem gleichzeitig ins Berufsleben gestartet sind. Jetzt habt ihr einen kleinen Einblick bekommen vom Berufsalltag des Konstrukteurs. Wenn es euch gefallen hat, bewerbt euch schnell.